Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 10 von Factorio. Ja, wir sind am Forschen, es geht um den Motor. Und wir brauchen mal hier die tollen, leckeren Getränke dafür, grüne wie rote. Und da müssen wir dran arbeiten, ne? Gut, wollen wir mal schauen. Gerade laufen keine, produziert niemand unsere leckeren Getränke. Ne, da war das nicht. Ah, da werden die grünen gemacht. Wieso zeigt der, wenn man da drauf geht, die Fließbänder an? Ach, das fehlt. Oder wie sehe ich das? Ne, ist auch dran. Da fehlen die Roboter. Fließbänder werden da gemacht. Was wird hier gemacht? Da werden hier roten Säfte gemacht, da fehlt es an Zahnrädern. Irgendwie klappt es mit den Zahnrädern gerade nicht. Wo ist denn der Stau von den Zahnrädern? Stopp mal. Was ist, wird hier produziert? Da wird der Kupferdraht produziert und hier wird gar nichts produziert? Kann ja jetzt nicht sein, oder? Nee. Ja, die machen. Und das läuft dann auch. Jetzt kommen die auch. Was machen wir hier unten? Machen wir Kupferdraht. Gut. Warte, machen wir da nicht auch Kupferdraht? Ne, das brauchen wir gar nicht da. Das kriegen wir da aber nicht hin, oder doch? Probieren wir über studieren, oder? Ne, das kriegen wir da nicht hin, weil das Förderband da nicht lang läuft. Ah ne, der bestückt ja. Könnte vielleicht doch irgendwann mal gehen. Okay. Kupfer liegt da aber voll, wird hier nicht weiter gefördert. Das ist das Problem. Weil auch schon Eisen voll ist. Und hier wird nichts geschmolzen, weil die beiden schon unterwegs sind. Okay. Dann gucken wir mal in die Kisten hier. Die ist voll. Zweite Kiste. Da ist noch viel Platz drin. Und die hat auch noch genug Platz. Okay. Okay, da ist jetzt gerade ein roter vorbeigegangen. Weil da schon voll ist. Und dann ist es da. Ne, da ist er vorbeigelaufen. Der nimmt keinen auf. Das ist aber schade, ne? Ach so. Und dann müsste grüne müssten wir haben. Wo sind denn die grünen? Zahnräder laufen, rote laufen. Wo sind bitte schon die grünen? Hier sind die grünen. Da fehlen aber die Knickarmroboter. Und die müssten hier produziert werden aus was? Elektronische Schaltkreise fehlen dann da. Wer fertigt denn hier was? Erstellt. Das brauchen wir dafür, aber ist egal, das baue ich jetzt hier hin. Baue ich da jetzt hin?
Und der soll Knickarmroboter bauen. Die. Ach, falscher. In einem blauen oder einem gelben wird das hergestellt. Gut, dann nehmen wir den nochmal weg. Und bauen so ein. Dann setzen wir den da ein. So, und der baut dann die. Dafür brauchen wir Zahnräder und das kommt beides hier, glaube ich, vorbei. Nur diese elektronischen Bauteile kommen mir nicht vorbei. So, wo ist der andere, den ich jetzt eben hatte? Supi, ja. Macht der elektronische Bauteile? Gute Frage, ne? Vier Stück brauchen wir davon. Baue ich dahin. Müssen wir näher gehen, damit das klappt. So. Bin ich auch noch zu weit weg. Gut, das läuft. Dann brauchen wir noch Strom. Ich glaube, ich stehe selber im Weg, dass das nicht geht. Genau so ist es. Passt. Sollte jetzt wieder funktionieren, oder? Ich ist weg. So. Elektronische Bauteile fehlen, die werden aber hier gemacht. Oder wollen wir hier machen? Wo werden die denn hergestellt? Da. So, Kupfer ist da. Was war das noch? Kupferkabel und Eisenplatten. Da ist ja auch schon eins in der Hand bei dem, ne? Nur er kann es nicht ablegen wieder. Ist klar, ne? Hatten wir das nicht schon? Ja, super. So, wer braucht die? Er braucht die, oder? Ja, und er möchte jetzt gerne den Arm ablegen und das geht auch nicht, oder? Ah, super. Dieses Band kann komplett abgebaut werden. Gut. Und ich muss gucken, dass wir das irgendwo anders noch lang fördern. So näher ran. Ich glaube einen noch, aber notfalls reißen wir da oben den Baum ab, ne? Ach. Okay, den weg und den auch weg. Ich glaube, wir machen hier schon besser rechts rum einen. Ja, das müsste da besser sein.
So, jetzt habe ich kein Band mehr. Vielleicht kriege ich hier noch was. Na sicher. Mal da gerade hinlegen. Gut. Das legen wir wieder dahin. Und dann müssen wir hier den umbauen. So, jetzt geht's geradeaus. Jetzt rutscht das alle nach. Jetzt können wir da abbauen. So ist die Spur weg. Da oben staut sich's im Endeffekt. Ja, irgendwie klappt das allerdings immer noch nicht. Was müssen wir tun, damit das klappt? Gute Frage, ne? Kisten bauen. Drei. Roboter bauen. Sechs. Gut, Kiste. Setze ich mal da eine hin. Ja, und dann setzt man da noch eine hin. Und da eine hin. Dann brauchen wir noch Förderbänder. Und dann Knickarmrouter. So. Ah ja, da oben sind auch noch zwei. Oh, da fehlt mir noch einer. So passt's. So, die nehmen immer mehr ab. Na, der Rote ist jetzt sogar durchgegangen. Wo fehlt's denn jetzt hier dran? Am Grünen immer noch. Da auch. Warum werden keine Grünen produziert? Weil hier nicht vorangeht. Das heißt, wir machen das gleiche wieder drüben. Shit, das war falsch. Den dahin. Den weg. Und dahin. So, jetzt werden die Teile auch gebaut. Ich hoffe, jetzt klappt's. Ist nur die Frage, wann da oben mal einer ankommt, ne? Obwohl, das läuft immer weiter rum, aber hier hinten klappt's nicht. Da ist auch nichts mehr drunter, ne? Das heißt, der kann weg. Ja. Ist prima, ne? Das läuft, da staut sich's dann, da bewegt sich auch nichts richtig.
Hier wird abgenommen, aber nicht aufgepackt. Die können wir da mal wegnehmen. Den können wir da reinschmeißen, dann werden wieder welche gebaut. Ja. Sieht gerade nicht so doll aus. Aber da müssen wir wieder in der nächsten Folge weiter dran arbeiten, dass das besser wird. Zwischenlager funktioniert, aber es wird hier hinten nichts an Kupfer abgenommen. Da müssen irgendwie noch die Bahnen optimiert werden, ne? Ja, müssen wir gucken in der nächsten Folge. Ich sag erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.